In Berlin wird Bianca Schwebe von ihrem Chef Rupert Meyer schikaniert. Die Köchin hatte ihn beim Gesundheitsamt angezeigt, weil er verdorbene Speisen verkauft. Doch der Imbissbesitzer bestach den Lebensmittelkontrolleur und kam so davon. Heute feiert Biancas Tochter Vanessa ihren 13. Geburtstag. Leider nur im kleinen Kreis, denn das Geld ist knapp. Ich weiß, es ist zwar nicht genau das, was du dir gewünscht hast, aber ich bin mir ziemlich sicher, das wird dir auch gefallen. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ist das ein Smartphone? Muss mal gucken. Was soll ich denn damit? Damit kann ich ja nicht mal ins Internet gehen. Warum? Zum Telefonieren rechts doch. Und wenn du ins Internet willst, dann kannst du es auch vom Computer aus machen. Mama, ich will mit meinen Freunden chatten, damit ich weiß, wann die weggehen und wenn die was unternehmen. Und zu Weihnachten bekommst du dein Smartphone. Versprochen. Wirklich. So gut, was ist jetzt? Und wann beginnt der Film? Hallo, checkst du es nicht? Wir gehen gar nicht ins Kino. Sie haben dafür kein Geld. Siehst du ja an dem Handy, was sie bekommen hat. Naja gut, das mit dem Kino, das fällt jetzt ins Wasser. Ich habe mir überlegt, wir machen eine Schnitzeljagd. Was? Eine Schnitzeljagd? Ja. Wir sind doch keine fünf mehr. Sorry, jetzt wissen wir auch, warum die anderen nicht gekommen sind. Alina ruft die anderen an, wir gehen mit denen ins Kino. Es tut mir leid, jetzt warte doch mal bitte ganz kurz. Es tut mir leid, warte, komm. Lass dir einfach gehen, ja? Na, guck mal, meine Freunde hauen ab, weil wir keine Kohle haben. Weißt du, wie scheiße das ist? Das sind doch keine richtigen Freundinnen, wenn die nur mit dir befreundet sein wollen, wenn du Kohle hast. Na, komm, lass uns doch wenigstens mal den Erdbeersahnekuchen, den ich für dich gemacht habe, essen. Geh schon mal vor, ich komm gleich nach. Mann, ist das schlimm. Ich kann nicht mal meiner Tochter zum Geburtstag das schenken, was sie sich wirklich gewünscht hat. Das alles nur, weil mein Chef mir zu wenig Kohle überwiesen hat. Das ist so ätzend. Jetzt reicht's. Biancas Chef Rupert Meyer hat Krankheitstage und Pausen vom Gehalt abgezogen. Das will die Köchin nicht einfach so hinnehmen und alarmiert ihre Anwältin Ulrike Tasic. Einen Tag später stattet die Juristin dem Imbissbesitzer einen Besuch ab. Denn seine Vorgehensweise ist rechtswidrig. Ach, da sind Sie ja, Herr Meyer. Gut, dass ich Sie treffe. Was wollen Sie denn schon wieder hier? Ja, ich denke, das wissen Sie doch wohl. Meinen Sie, Sie könnten wirklich die Zeit, die meine Mandantin auf der Toilette verbringt während der Arbeit, ihr vom Lohn abziehen? Sie kämen damit durch? Ja, aber sicher. Wenn sie die halbe Zeit nur auf Toilette ist, dann ist es auch mein Recht, ihr vom Lohn abzuziehen. Fertig aus, Mickey Maus. Ich glaube, Sie kapieren es doch gar nicht. Ich habe schon lange durchschaut, dass Sie doch eigentlich meine Mandantin hier nur aus dem Betrieb mobben wollen. Weil sie sich nicht zur Wehr setzt, weil sie sich nicht alles gefallen lässt und weil sie ihren Sparmethoden auf Kosten der Gesundheit ihrer Kunden im Wege steht. Also, so wird das nichts. Ich habe Ihnen auch was mitgebracht. Da kommen Sie doch nicht mit durch, hier. Es ist eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, ein Attest vom Arzt, krankheitsbedingte Fehltage, die drei. Die zahlen Sie ihr jetzt umgehend bitte wieder. Und natürlich auch diese angeblichen Stunden, die sie auf der Toilette verbracht hat. Ja, okay. Die drei Fehltage, die kriegt sie. Ich habe jetzt die Bestätigung, die hatte ich ja vorher noch nicht vom Arzt. Aber die Pinkelpause, die zahle ich ihr nicht. Das ist mein Recht. Also ich glaube, Sie wollen mich einfach nicht verstehen. Kapieren Sie es bitte endlich. Sie können meiner Mandantin nicht die Zeit, die sie auf der Toilette verbringt während der Arbeit, vom Lohn abziehen. Das gibt einen arbeitsgerichtlichen Prozess. Also richten Sie sich danach. Das ist mein Laden hier. Bitte schön, ja? Und was ich mache in meinem Laden und welche Mitarbeiter ich habe, bitte, die kann ich mir selber aussuchen. Haben Sie das verstanden? Herr Meyer, das können Sie eben halt nicht. Das wissen Sie ganz genauso gut wie ich. Ja? Meine Mandantin ist 15 Jahre in diesem Betrieb beschäftigt. Und es gilt das Kündigungsschutzgesetz. Und nur weil Sie vor kurzem hier diesen Betrieb übernommen haben, können Sie sich nicht hier aufführen wie Graf Koks und Ihre Angestellten hier schikanieren und umgehen mit denen, wie Sie es wollen. Mein Imbiss, mein Gesetz, meine Macht. Ja, dann erzähle ich Ihnen mal was von meinem Gesetz und meiner Macht. Möchten Sie im Ernst, dass ich Ihr Verhältnis mit Ihrem Kompagnon von der Lebensmittelaufsicht noch mal strafrechtlich untersuchen lasse? Sie wissen ganz genau, ich habe Sie bei der Geldübergabe nämlich beobachtet. Und ich habe auch Fotos davon geschossen. Hier. Gucken Sie mal, soll ich das mal der Polizei zuspielen? Sie können machen, was Sie wollen. Die Fotos beweisen nichts. Zeigen Sie mich doch an. Das ist mir doch egal. Trotzdem kriegt die Tusse keinen Penny von mir. Ja, dann werden wir uns doch sehen. Dann machen wir das. Mir ist natürlich vorhin nicht entgangen, dass der Herr Meyer ganz hektisch die Lebensmittel weggeräumt hat.
Ich wette, da stimmt wieder irgendwas nicht. Wir müssen jetzt natürlich handfeste Beweise sammeln, dass wir beim Arbeitsgericht punkten können für den Fall, dass es letzten Endes doch zu einer Kündigung kommt, wovon ich im Moment eigentlich stark ausgehe. Ich muss mich jetzt mal mit Frau Schwebe in Verbindung setzen, dass die in ihrer nächsten Schicht diesen Kühlschrank noch mal richtig unter die Lupe nimmt. Noch am selben Tag hat Bianca Spätschicht im Imbiss. Als ihr Chef Feierabend macht, ist die Gelegenheit günstig, um eine Fleischprobe aus dem Kühlschrank zu nehmen. Diese soll im Labor untersucht werden, um den Beweis zu liefern, dass Rupert Meyer verdorbene Ware verkauft. Sag mal, was machst du da? Klaust du? Ach, sag mal, musst du mich so erschrecken? Natürlich klaue ich nicht. Ja, warum sollte ich auch Hackfleisch klauen? Ich kann das alles selber nicht mehr sehen, was wir hier immer verarbeiten. Willst du mich verarschen? Ich habe doch gesehen, dass du gerade was einstecken wolltest. Wenn du mir nicht sofort sagst, was los ist, dann gehe ich zu Rupert und sag, dass du geklaut hast. Mann, Sarah, bitte. Ja, okay, stimmt. Ich habe jetzt eben gerade versucht, das Hackfleisch einzustecken. Aber doch auch nur, weil ich wieder das Gefühl habe, dass der Chef hier irgendwie Gammelfleisch wieder einkauft, nur um Geld zu sparen. Und dann hat er mich sowieso wieder voll auf den Kicker, nur weil ich das Gesundheitsamt und den Anwälten eingeschaltet habe. Du hast das Gesundheitsamt eingeschaltet, dass sie den Laden auf den Kopf stellen? Das ist nicht dein Ernst, spinnst du? Na, wieso? Findest du das toll, Gammelfleisch zu verkaufen? Naja, super finde ich es jetzt nicht, aber... Ne, siehst du, da haben wir es doch schon. Weißt du, und mich behandelt der Chef wie den letzten Dreck und das lasse mir nicht gefallen. Jetzt sag mir nicht, dass du damit zum Gesundheitsamt rennen willst. Sag mal, du ruinierst den Laden, wo wir hier jahrelang gearbeitet haben. Das kann nicht dein Ernst sein, spinnst du? Sarah, mal ganz ehrlich, glaubst du, das ist gut fürs Geschäft, wenn wir sowas Ekliges verkaufen hier und eventuell noch unsere Stammgäste damit vergiften? Da bin ich lieber arbeitslos, weißt du? Ja, weil wir machen uns damit auch strafbar. Wir können sozusagen hinter Gittern gehen. Oh mein Gott, ey, als ob wir deswegen ins Gefängnis gehen. Jetzt wach doch mal auf. Kannst du vielleicht auch mal an mich denken? Das ist das Einzige, was ich habe und was ich machen kann. Okay, ich hab nichts anderes. Sarah, ich will dem Laden überhaupt nichts Böses. Aber ich muss es wissen. Ich muss dieses Fleisch zum Gesundheitsamt geben, diese Probe. Ich muss wissen, ob das wirklich so frisch ist, wie es aussieht und wie es hier steht. Das kannst du nicht bringen. Und ob ich das mache, das sage ich dir. Nein! Wie gesagt, ich wünsche dir einen schönen Feierabend. Bianca riskiert doch damit, dass der Imbiss geschlossen wird, wenn sie uns das Gesundheitsamt auf den Hals setzt. Dass sie mir und Rupert so in den Rücken fällt, hätte ich nie von ihr gedacht. Aber das weiß ich schon zu verhindern. Am nächsten Morgen ist Bianca mit Anwältin Ulrike Tasic beim Gesundheitsamt verabredet, um die Fleischprobe analysieren zu lassen. Doch auf dem Weg dorthin überschlagen sich die Ereignisse. Hey, halt meine Tasche! Scheiße, das gibt's doch gar nicht, so ein Mist aber auch! Frau Schwebe, Gottes Willen, was ist passiert? Ich weiß es nicht, die hat mir eben gerade die Kühltasche geklaut und da ist die Fleischprobe drin. Aus dem Imbiss, was wir heute jetzt ins Labor bringen wollten. Hat denn irgendjemand gewusst, dass Sie heute diese Probe ins Labor bringen wollten? Nein, niemand. Obwohl, doch, natürlich. Meine Arbeitskollegin Sarah, die hat doch gestern mich erwischt dabei, wie ich das Fleisch in die Tasche getan habe. Ne? Und außerdem war das hundertprozentig ihre Kapuze. Ja, aber was hat sie denn gesagt? Na, sie fand es halt nicht toll, dass ich jetzt unseren Chef da so ins Messer rennen lassen wollte. Ne? Und außerdem, wer klaut denn bitte eine Kühltasche? Ja, Gott sei Dank haben Sie ja wenigstens noch Ihre Handtasche. Das ist ja schon mal was. Aber ich sag Ihnen eins, das war gerade ein Überfall auf offener Straße, ein Raubüberfall. Ja? Also sie müssen unbedingt zur Polizei gehen und was anzeigen. Nein, das kann ich nicht machen. Ich meine, auch wenn das jetzt meine Arbeitskollegin Sarah war, ne? Aber dann hat sie die doch nur geklaut, die Kühltasche, weil sie Angst um ihren Job hat. Und wenn ich sie jetzt anzeige, ist sie sauer auf mich und rennt zum Chef und wird ihm das noch verklickern, dass ich da irgendwie das Fleisch geklaut habe. Trotzdem, das ist ja schon eine verdammt heftige Aktion, ja? Ich meine, der muss doch klar sein, dass sie sich auch strafbar macht, wenn die verdorbene Lebensmittel verkauft und weiterverarbeitet. Ich meine, kann doch auch für die Frau keine Dauerlösung sein, unter diesen Arbeitsbedingungen weiterzuarbeiten. Na gut, ich werde mir auf jeden Fall Sarah noch mal vorknöpfen. Also da bin ich mir ganz sicher, werde ich auch machen. Na, aber ich muss jetzt auch wirklich los, ich muss zur Arbeit. Okay, also Sie versuchen Ihr Bestes, wenn Sie mich brauchen. Ich spreche auch gerne noch mal mit Ihrer Kollegin, ja? Und werde ihr noch mal richtig ins Gewissen reden, so kann das doch nicht weitergehen. Ja. Okay? Okay. Also Sie melden sich wieder. Ja, auf jeden Fall. Tschüss, alles Gute, ja? Ja, geht's Ihnen gut, ja? Ja, okay. Mein Gott, das... Tschüss. Tschüss. Natürlich können wir die Kollegin, meine Mandantin, nicht einfach so verdächtigen, wenn wir sie nicht ganz klar erkannt haben. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie aus Angst um ihren Job diese Kühltasche geklaut hat. Das ist natürlich jetzt ein ganz derber Rückschlag. Aber so einfach gebe ich nicht auf. Nachmittags muss Bianca zur Arbeit. Von dem Überfall hat sie sich ein wenig erholt. Ihre Kollegin konnte sie jedoch noch nicht auf den Diebstahl ansprechen, denn die hat sich heute krank gemeldet. Und die Probleme reißen nicht ab. Schon wieder findet sie schlechte Lebensmittel. Henry,
Der Kartoffelsalat ist leider abgelaufen. Magst du irgendwas anderes haben? Der nimmt eine leckere Bulette. Gut, dann kriegst du Bulette. Ist okay. Sag mal, geht's noch? Du verkaufst dem Kunden nicht das, was er haben will? Das ist Arbeitsverweigerung. Pack deine Sachen und geh. Wie? Was soll das jetzt heißen? Ich hab die Schnauze voll. Ich feuer dich wegen Arbeitsverweigerung. Mach hinne, bummel nett. Gut, dann hier geh hat ich. Der Mauer ein Loch in der Tür gelassen. Ich hab eh keinen Bock mehr hier zu arbeiten. Ja, das ist ja gut. Ach, und übrigens, damit ihr gleich Bescheid wisst, an eurer Stelle würde ich das nicht essen. Es sei denn, ihr steht mich auf Salmonellen und Lebensmittelvergiftung. Alles, was ihr da vorgesetzt bekommt, ist alles abgelaufene Scheiße. So, und jetzt mach hinne. Ich werde sowieso noch meinen Rechtsanwalt einschalten. Also, tschüss. Der spinnt doch. Meine Rechtsanwältin hatte recht gehabt, dass er nur auf eine Gelegenheit wartet, um mich rauszuschmeißen. Aber mit mir nicht. Den schnapp ich mir. Die Köchin ist wütend und hat ihre Anwältin gebeten, sofort vorbeizukommen. Rupert Meyer wiederum überreicht Bianca ein handschriftliches Kündigungsschreiben. Für den Imbissbesitzer ist der Fall damit erledigt. Doch da hat er die Rechnung ohne Juristin Ulrike Tasic gemacht, die bereits wenig später zur Stelle ist. Ich habe keine Zeit, ich sehe nur, ich habe zu tun. Ja. Herr Meyer, diese fristlose Kündigung wegen Arbeitsverweigerung, das geht nicht, das wird nichts. Die Kündigung ist unwirksam. Ich möchte sowieso mal gerne wissen, diese Buletten hier, ja? Diese Buletten, essen Sie die eigentlich selber? Denn sie bei Ihnen ist Top-Qualität. Top-Qualität, ne? Dann zeigen Sie mir das. Da beißen Sie doch einfach mal da rein. Stellen Sie hin. Also doch nicht, ne? Sie beißen nämlich da nicht rein, ja? Aber Ihre Kunden, die müssen da reinbeißen. Also, ich sag's Ihnen nur noch mal im Guten. Eine normale Kündigung, okay. Aber wegen Arbeitsverweigerung, eine verhaltensbedingte Kündigung, ist rechtswidrig. Das geht so nicht. Verstehen Sie? Außerdem bekommt die unglaublichen Ärger mit der Arbeitsagentur. Die zahlen das Arbeitslosengeld nicht mehr. Also. Jetzt habe ich aber die Faxen dicke. Was Bianca für Probleme kriegt, das ist mir doch scheißegal. So, und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag, bitteschön. Wissen Sie was, ich habe bald die Faxen dicke. Ja, ich gehe ja schon, aber eins möchte ich Ihnen noch mal ganz kurz sagen. Ja? Sie liegen hier falsch und wir werden uns noch mal sehen, zwangsläufig. Ja? Ich werde mich Kündigungsschutzklage erheben. Ende aus, Mickey Maus. Mhm. Na toll, was soll ich denn jetzt machen? Ich meine, ich habe doch kaum Rücklagen. Und wenn ich nicht mal irgendwie Arbeitslosengeld bekomme, was soll ich denn machen? Das alles nur wegen dieser selbstverschuldeten Kündigung? Das ist doch eine Schikane von dem. Na klar ist das Schikane. Aber Frau Schwebe, Sie haben alles richtig gemacht, ne? Dass das ganz klar ist. Und er wird mit dieser Kündigung sowieso nicht bei Gericht durchkommen. Ich gehe davon aus, dass wir bei der Sachlage die Kündigungsschutzklage gewinnen werden und die Kündigung einfach aufgehoben wird. Meine Mandantin wird in diesem Laden sowieso nicht mehr arbeiten wollen. Und wenn wir die Klage gewinnen, dann muss der Ex-Chef ihr auch eine Abfindung zahlen. Außerdem muss ich mich natürlich auch noch um die Arbeitsagentur kümmern. Denn von einer selbstverschuldeten Kündigung kann ja überhaupt gar keine Rede sein, damit die Mandantin ihren Anspruch auf Arbeitslosengeld nicht verliert. Ulrike Tasic steht ihrer Mandantin zur Seite und begleitet sie gleich am nächsten Morgen zu einem Termin bei der Agentur für Arbeit. Bei einer selbstverschuldeten Kündigung würde Bianca 3 Monate lang kein Arbeitslosengeld bekommen. Und genau das will die Anwältin verhindern. Leider ohne Erfolg. Sie können gerne gegen die Kündigungen natürlich vorgehen. Sie können gerne auch gegen die Sperre vorgehen. Das können Sie alles machen. Aber in der Zwischenzeit kann ich leider nichts mehr für Sie tun. Es tut mir sehr leid. Ja, gut. Mir auch. Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss. Also sowas regt mich einfach auf. Ja. Ja. Also Frau Tasic, wir müssen da ganz dringend was machen, ne? Weil es ist mir zwar peinlich, aber ich brauche das Arbeitslosengeld. Sonst kann ich die Miete und den Lebensunterhalt für Vanessa und mich nicht mehr bezahlen. Zumindest nicht mehr lange. Natürlich. Wir müssen dringend Beweise sammeln für diese miesen Geschäftspraktiken ihres Ex-Chefs. Am besten, ich spreche mal mit ihrer Kollegin, der Sarah. Vielleicht hat die mir ja doch noch was zu sagen, ja, zu dieser Hackfleischprobe in der Kühltasche. Vielleicht hat sie ja geklaut und sie gibt es zu. Und wenn ja, warum sie das gemacht hat. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Reden Sie noch mal mit ihr, ne? Weil, wie gesagt, ich habe öfters versucht anzurufen, aber sie geht nicht ans Telefon ran. Haben Sie eine Adresse von ihr vielleicht?
Nee, ganz genau, wo sie wohnt, das kann ich leider nicht sagen. Aber ich weiß, sie ist jeden Morgen von 8 bis 9 Uhr, geht sie mit ihrem Hund Gassi in dem Treptower Park. Also davon hat sie öfters mal erzählt, ne? Okay, ja, das wird ja passen. Das ist ja auf dem Weg zu meiner Kanzlei. Da könnte ich sie vielleicht mal abfangen, ein bisschen zur Seite nehmen, ungestört mit ihr reden, denn der Chef soll das natürlich nicht merken. Hm. Machen wir. Gut. Gut, versuchen wir es. Na toll, jetzt hängt alles von Sarahs Aussage ab. Und ich habe da echt kein gutes Gefühl dabei, ne? Ich bin mir total sicher, die hat so viel Angst um ihren Job, um mir zu helfen. Dabei brauche ich jetzt wirklich jede Hilfe. Um die fristlose Kündigung rückgängig zu machen, muss die Anwältin beweisen, dass ihre Mandantin nur deshalb die Arbeit verweigert hat, weil Imbisschef Rupert Meyer den Gästen verdorbene Lebensmittel vorsetzt. Einen Tag später sucht Ulrike Tasic das Gespräch mit Küchenhilfe Sarah Kemmler, die von den miesen Machenschaften weiß. Ihr Chef, der verkauft verdorbene Lebensmittel und der will damit Geld sparen. Und im Übrigen behandelt er ja auch die Mitarbeiter nicht so besonders gut. Und Sie können das bezeugen. Insofern, das geht Sie ja schon irgendwo was an. Und dann habe ich ja da noch so eine Sache. Könnte es sein, dass Sie dahinter stecken und meiner Mandantin diese Kühltasche entrissen haben, als sie auf dem Weg zum Lebensmittellabor war? Ich meine, ich fand das ehrlich gesagt nicht so die feine englische Art. Und Sie können sehr, sehr froh sein, dass sie nicht angezeigt hat. Ich war das nicht. Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie reden. Ganz ehrlich, Sie sehen der Diebin zumindest sehr, sehr ähnlich und haben die gleichen Kapuzenpulli an in der gleichen Farbe. Aber okay, sei es drum. Es geht uns einfach darum, dass diese verhaltensbedingte Kündigung aufgehoben wird, dass die Kündigung überhaupt zurückgenommen wird, damit die Mandantin auch eine Chance auf eine Abfindung hat und auch das Arbeitslosengeld wieder bekommt. Wir brauchen einfach Ihre Hilfe, wir brauchen Ihre Unterstützung und Ihre Zeugenaussage. Jetzt passen Sie mal auf, in unserem Laden sind keine schlechten Lebensmittel verarbeitet worden. Rupert ist ein super Chef und meiner Meinung nach ist Bianca diejenige, die sich daneben benommen hat. Wissen Sie denn auch, dass Ihr toller Chef Rupert Ihnen nicht den tariflich garantierten Mindestlohn bezahlt? Der speist Sie mit irgendeinem Dumpinglohn ab. Also ich finde, das ist schon in Ihrem Interesse, wenn die Bianca da für ihr gemeinsames Recht kämpft. Es interessiert mich überhaupt nicht. Ich habe keinen Schulabschluss. Ich liebe diesen Job und ich brauche diesen Job. Und ich bin eine alleinerziehende Mutter. Und jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Ja gut, also Frau Kemmler steht uns definitiv nicht als Zeugin zur Verfügung. Aber ich habe da noch eine andere Idee. Irgendwoher muss Herr Meyer ja diese günstigen Lebensmittel beziehen. Da werde ich meine Mandantin mal nachfragen. Vielleicht können wir ja da Beweise sammeln. Bereits 3 Stunden später gibt es eine heiße Spur. Bianca weiß, dass ihr Ex-Chef die Lebensmittel für den Imbiss immer bei demselben Großhändler kauft. So auch heute. Ulrike Tasic und ihre Mandantin haben die Gunst der Stunde genutzt und sind Rupert Meyer gefolgt. Also das ist natürlich hier kein Supermarkt und das ist kein Großhandel und das ist auch keine Metzgerei. Aber richtig sind wir schon mal hier, ganz klar. Okay. Ja. Was war doch hier, Chef, gerade? Ja, klar. Dann gucken wir doch einfach mal. Ich finde das irgendwie alles seltsam. Ja. Ach, gucken Sie mal. Hey, was machen die denn mit diesen Kühltruhen? Wieso kommen die da aus dem Gebäude raus? Guck mal, ja. Bei dem deine Angestellte, dass man Etikett erkennen kann, haben wir das so wie besprochen umetikettiert. Okay, super. Ich kriege heute aber auch noch Dönerspieße. Ne, muss nicht sein. Muss nicht sein. Ich meine, drin hätte ich noch eine gute Portion Hühnerfleisch. Stinkt zwar wie Sau, aber einmal in die Pfanne reinknallen, dann durchbraten, dann geht das. Okay. Ich für ein Drittel zum Supermarktpreis. Okay, nehme ich. Weißt du was? Dann mache ich morgen einfach ein Tagesgericht Hühnerfrikassee draus. Solange ich das nicht essen muss. Ich glaube, wir sind hier in einem richtigen Gammelfleischskandal auf den Grund gekommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Herr Meyer nicht der einzige Geschäftsmann ist, der hier einkauft. Ich werde mal sehen, was die Polizei von der ganzen Sache hält und die mal informieren. In Berlin sind Rechtsanwältin Ulrike Tasic und ihre Mandantin Bianca Schwebe einem Gammelfleischskandal auf der Spur. Köchin Bianca wurde von ihrem Chef Rupert Meyer fristlos entlassen, weil sie sich geweigert hat, verdorbene Lebensmittel zu verarbeiten. Zusammen mit der Polizei wollen die Frauen den Imbissbesitzer nun dingfest machen. So, Rupert, jetzt bist du endlich mal fällig. Guten Tag. Was ist denn hier los? Was soll das? Die Frau Anwältin hat uns dazugerufen, irgendwas mit Lebensmitteln. Ja, also ich habe ganz genau beobachtet, dass er mit einem anderen Mann... Hey, hier, das ist er, hey, das ist er. Okay. Wer sind Sie denn? Gehört er zu hier? Ja, der war auf jeden Fall dabei. Sie hin? Die beiden Herren, ja, haben sich diese vergammelten Lebensmittel verkauft bzw. gekauft. Ganz, ganz klar. Und da gibt es noch weiteres Zeug davon, wahrscheinlich da hinten in der Lagerhalle.
Okay. Diesen Gammelfleisch. Okay, ich werde mal nachschauen. Pass auf, ja. Schön ruhig bleiben. Sie bleiben mal hier. Ich weiß nicht, was Sie wollen. Ich helfe hier nur einem Kumpel bei irgendeinem Zeug verladen. Weiß nicht, was das ist. Ist das eigentlich in Deutschland verboten? Ja, ja, ja. Wir wissen ganz genau, was hier abgeht. Also meine Rechtsanwälte und ich. Lassen Sie mal bitte, Herr Meier, in diese Tüte gucken. Ja, lassen Sie mal bitte in die Tüte gucken. Ja, das sind doch... Das sind genau diese gammeligen Hühnchen, von denen Sie gerade gesprochen haben. Sagen Sie mal, Sie haben überhaupt gar keine Skrupel, ne? Dass sie ihre gesamte Kundschaft vergiften mit so einem gammeligen Zeug und ihre Belegschaft in Schwierigkeiten damit bringen? Du wirst mir nicht glauben, ich habe drin einen kompletten Kühlraum gefunden mit abgelaufenem Fleisch. Das ist so widerlich. Aber das Allerbeste ist, die komplette Buchführung inklusive Lieferlisten waren ebenfalls mit im Raum. Also ich sage Ihnen, meine Herren, das wird Strafanzeigen hageln wegen Körperverletzung, wegen Betruges. Wegen Verstoßes gegen das Lebensmittel. Wir machen mal Folgendes. Das Unterlagenmaterial werden wir gleich mal abholen. Sie beide kommen mit zum Fahrzeug. Sie kommen mit. Okay. Gut. Ja, danke. Ich bin total stolz auf mich. Das allererste Mal habe ich meinem Chef jetzt die Stirn geboten. Ja? Und wie gesagt, meine Kunden, die müssen kein Ekelessen mehr essen. Und unter anderem, wir haben jetzt sogar noch kriminelle Lebensmittelhändler auffliegen lassen. Und wenn ich jetzt so eine coole Abfindung bekomme, dann weiß ich ganz genau, was ich damit mache. Dank Rechtsanwältin Ulrike Tasic darf sich Bianca Schwebe 8 Wochen später über 12.000 Euro Abfindung freuen, die Rupert Meier zähneknirschend zahlen musste. Mit dem Geld hat sich die Köchin ihren größten Traum erfüllt, einen eigenen Imbissstand. Heute feiert sie Eröffnung. Mein Gott, da haben Sie sicherlich jetzt viel Arbeit gehabt, was? Aber Sie sind auch stolz darauf, dass Sie jetzt den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt haben, oder? Ja, total. Es war zwar immer schön und auch angenehm so als Angestellte bei meiner ehemaligen alten Chefin, aber so eine, ich sag mal, so eine Situation mit wie bei dem Rupert möchte ich nicht nochmal haben, nie wieder. Ach, Vanessa. Ja? Für dich habe ich auch noch eine Überraschung. Und zwar, wir beide gehen nachher mal zusammen ins Einkaufszentrum in die Stadt. Und dann suchst du dir dein neues Smartphone aus. Oh, cool, danke. Und unter anderem, warte, ich bin noch nicht fertig. Ja, ich habe mich auch schon angemeldet für den nächsten Street Dance Workshop. Ja. Dankeschön. Bitte, bitte. Meine Strategie ist vor Gericht voll aufgegangen. Wir haben bei Gericht beweisen können, dass nicht Frau Schwebe ihre Kündigung provoziert hat, sondern dass sie sich völlig zu Recht den Anweisungen ihres Chefs widersetzt hat. Und ihre Kollegin Sarah hat bei Gericht im Übrigen auch zugegeben, dass sie die Kühltasche vor dem Gesundheitsamt der Mandantin gestohlen hat, weil Herr Meier sie unter Druck gesetzt hat und mit Kündigung gedroht hat. Ohne ihre Hilfe hätte ich es nie geschafft. Vielen, ganz vielen lieben Dank. Sehr, sehr gerne. Für Bianca hat sich noch einmal alles zum Guten gewendet. Rupert Meier hingegen musste seinen Imbiss schließen. Gegen den Unternehmer laufen gleich mehrere Verfahren. Doch das ist nun Geschichte. Und Bianca kann endlich ihren eigenen Weg gehen.